Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser Anime Review. Heute möchte ich euch, wie ihr bereits hier seht, den Anime X vorstellen. Den hat mir Nippon Art freundlicherweise zur Verfügung gestellt, wodurch natürlich diese Rezension jetzt zustande gekommen ist. Ihr wisst natürlich, was folgt. Es folgt das Video mit mehr Informationen zum Anime und abschließend mein Fazit, wo wir uns wiedersehen. Bis gleich! Im Jahr 1999 kämpfen die 6 Himmelsdrachen, die die Erde beschützen wollen, gegen die 6 Erddrachen, welche für eine Neuerung der Erde und die Vernichtung der Menschen kämpfen. Kamui kehrt nach Tokio zurück, um das heilige Schwert an sich zu nehmen, wird aber noch nicht als würdig gehalten. Er verhält sich zurückhaltend gegenüber seinen Kindheitsfreunden Fuma und Kotori und ist sehr aggressiv. Er ist der Auserwählte und es ist ihm gewährt, seine Zukunft selbst zu entscheiden, ob er als Erd- oder Himmelsdrache am Tag der Prophezeiung kämpfen möchte. Doch egal welche Entscheidung er trifft, die Zukunft ändert sich nicht. Wird Kamui es gelingen, das Schicksal doch noch zu besiegen? X entstand 2001 bis 2002 im Studio Madhouse in Japan als Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Clamp. Die Regie übernahm Yoshiaki Kawachiri, die Musik steuerte Naoki Sato bei, während Yasunori Honda die Soundregie übernahm. X überzeugt durch eine ernste und tiefsinnige Geschichte mit vielen Emotionen, welche gerade durch die einzelnen Hintergrundgeschichten der Charaktere und deren Beweggründe, aber auch durch die düstere Atmosphäre glänzte. Bekanntlich ist der Weg das Ziel und so baut auch die Geschichte erst nach und nach ihr volles Potenzial auf, um dann schließlich in einem geballten Finale, welches subtil sich über einige Folgen aufbaut, emotional schließlich mit voller Wucht zu treffen. Wie einige Animationswerke aus dieser Veröffentlichungszeit legt X eine gewisse gesellschaftskritische Haltung bei. Während andere Werke dies allerdings eher subtil handhaben, bekommt der Zuschauer bei X die gesamte Dröhnung ab. Ganz offensiv prangert X die Menschen an, nicht auf ihre Umwelt zu achten und somit diese sowie die ganze Erde nach und nach zu vernichten. Dabei wird sich hier einer Prophezeiung eines Auserwählten bedient, welcher sich in einem offensichtlichen Kampf gut gegen Böse wiederfindet. Ob schließlich das Gute gewinnt, möchte ich an dieser Stelle allerdings nicht verraten. Grundsätzlich hat X mit seiner Idee bzw. seinem Setting sehr gut gefallen. Allerdings hätte es eventuell die einzelnen Auswirkungen deutlicher darstellen können. Obwohl die Charaktere des Werkes tiefgründig geschrieben wurden und auch überzeugten, gab es dennoch einige Stellen, in denen diese nicht so recht glänzen wollten. Dabei sind es doch recht stereotypische Protagonisten und Antagonisten, so haben wir mit Kamui Shiro einen typischen Helden, welcher auf eine noch typischere Heldenreise geschickt wird. Seine Charakterentwicklung ist hierbei wohl einer der größten. Von einem unnahbaren Charakter entwickelt sich Kamui zu einem Charakter, welcher verschiedenste Charaktere anzieht. Dabei sind diese anfangs gar nicht so von ihm gewollt, doch nach und nach entwickelt sich ein Band zwischen ihnen und ihm. Fuma ist nicht ganz so der typische Antagonist, dennoch ist er diesem sehr ähnlich. Er ist das genaue Gegenteil von Kamui und scheut anders als dieser auch nicht davor, Menschen zu töten. Eine wirkliche Charakterentwicklung ist allerdings bei ihm nicht wirklich ersichtlich. Zwar wandelt sich sein Charakter von einem in Anführungszeichen normalen Menschen zu einem typischen Antagonisten, doch von dort an genießt er keine weitere Veränderung. Wer auch keine Veränderung genießt, ist Kotori. Die Kindheitsfreundin von Kamui und die jüngere Schwester von Fuma ist stets nett und liebenswert. Auch als sie mehrfach von Kamui unfreundlich zurückgewiesen wird, bleibt sie sich treu. In ihr schlummert auch eine gewisse verborgene Kraft, welche ich allerdings hier nicht weiter erläutern möchte. Die restlichen Charaktere sind ebenfalls sehr stereotypisch. Grob und vereinfacht gesagt, sind sämtliche Nebencharaktere Mitläufer des Helden und agieren meist selbstlos und zum Wohle des Protagonisten der jeweiligen Seite. Einzige Ausnahmen sind hier Hinoto und Kanoe, die Traumseherinnen. Sie sind diejenigen, welche den Protagonisten bzw. Antagonisten auf ihre jeweiligen Heldenreisen schicken. Leider sind diese Charaktere, welche wohl am wichtigsten sind, was die Charakterbeschreibung angeht, am schlechtesten davongekommen. Sie besitzen keine nennenswerte Charaktereigenschaft, bis auf jene obligatorische, oberflächliche Gut- und Böse-Selektion. Bis
bild- und animationstechnisch überzeugte X auf allen Ebenen. Zwar ist das Bildformat mit 4:3 dem heutigen Standard nicht mehr entsprechend, das schadet dem Szenenbild sowie dem Charakterdesign oder auch der Animation bei Weiben nicht. Einziges Manko waren die stellenweise gestoppten Animationen während einiger Angriffe, bei denen lediglich der Hintergrund sich bewegte, um so eine schnelle Bewegung darzustellen. Doch zur damaligen Zeit war das gang und gäbe und daher nicht verwunderlich, dass auch X auf diese Mittel zurückgreift. Ansonsten war das Charakterdesign sehr glaubwürdig, wenn auch stellenweise ausgefallen, und die Animation sehr flüssig. Musikalisch konnte X durchweg überzeugen, sei es nun das Opening Extreme oder auch das Ending Secret Sorrow. Bei beiden hat Naoki Sato als Komponist wie auch Shukukaku als Sänger überzeugt. Allerdings konnte auch der Soundtrack innerhalb des Anime durch seine düstere Atmosphäre den Anime abrunden und so manches unbefangen auslösen. Zu keiner Zeit war der Soundtrack unpassend gewählt. Rundum musikalisch eine Glanzleistung. Synchrontechnisch überzeugte die deutsche Synchronisation des Werkes X nur bedingt. Zwar machten Sebastian Schulz als Kamui, Gerrit Schmidt-Voss als Fuma und Magdalena Turba als Kotori im Grunde ihre Arbeit gut, doch emotional wollte kein Funke überspringen. Die Charaktere besaßen stellenweise keine Emotionen und klangen daher unglaubwürdig und vor allem gelangweilt gesprochen. Das legte sich allerdings nach einiger Zeit wieder. Allerdings könnte es wie generell bei Synchronisationen und anderen stimmlichen Sachen anzumerken ist, rein subjektiver Natur sein. Die restlichen Nebencharaktere rund um Robin Kamai als Horato, Maria Koschny als Arashi, Tobias Müller als Subaru oder auch Viktor Neumann als Saichiro, aber auch Peggy Sander als Karin klangen jederzeit passend. Asynchronität oder Mischfehler sind bei diesem Werk nicht aufgefallen. Wie ist also mein abschließendes Fazit zu X? Nun, die Geschichte ist durchaus gut, dennoch konnte mich der Anime nicht wirklich überzeugen. Die Charaktere handeln durchweg vorausschauend. Die Geschichte ist an sich zwar gut geschrieben, allerdings nicht wirklich tiefgründig genug, beziehungsweise es fehlen einige Elemente. Vieles ist nur oberflächlich gehalten. Hier hätte man deutlich aus der Geschichte noch viel tiefgründigeres machen können. Was den Soundtrack angeht, hat mich der Anime wirklich gefesselt. Ich habe so einige Gänsehautmomente gehabt, alleine durch diese Musik eben. Generell zeichnet sich der Anime durch eine düstere Atmosphäre und den passenden Soundtrack eben aus. Das Charakterdesign hat mir auch gut gefallen, wenngleich dieses für eben jenes Setting jetzt nicht wirklich ausgefallen war, sondern eher realitätsnah. Das Setting hat mir sehr gut gefallen. Es war weder dieses typische apokalyptische Setting noch dieses postapokalyptische Setting, sondern einfach nur die Zeit von 1999 und darin eben jene Protagonisten. Die Synchronisation, welche wirklich gut war, hat mich allerdings nicht wirklich überzeugt. Vieles klang einfach nur abgelesen bzw. emotionslos vorgetragen. Hier hätte man stimmlich bestimmt noch einiges rausholen können. Zusammengefasst also ein wirklich schönes Werk mit einer guten Geschichte, aus der man allerdings noch viel mehr rausholen hätte können. Ich persönlich kann dennoch hier eine Kaufempfehlung aussprechen, wenngleich mit der Betonung, dass man dieses Werk entweder mögen oder hassen wird. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.